Jo und willkommen zu einer neuen Folge von Zoo Tycoon. Ja, hier in unserem Zoo, der noch keinen Namen hat. Also ich nehme die Folgen jetzt, die ersten Folgen jetzt direkt hintereinander auf und wenn jemand einen Namensvorschlag für Zoo oder Tier in die Kommentare schreibt, dann ja, werde ich das jetzt in ein paar Folgen sehen. So, hier haben wir einen vollen Mülleimer. Dafür brauchen wir einen Wartungsarbeiter. Davon kann man eigentlich, gut, man kann davon genug haben, ja. Aber zwei bei dieser Größe, also einer wird reichen, aber wir wollen unseren Zoo ja auch schon vergrößern. So, und der lädt auch die Abfalleimer. Können natürlich den auch sagen, hier, tu das nicht, sondern beschäftige mich nur hiermit, aber das macht vielleicht später Sinn. Das kann man übrigens bei dem Tierpfleger auch hier. Ah, ne, geht gar nicht. Oh, gut, der hat seine festen Aufgaben. So, hier, also bei Mitarbeitern, jetzt gesamt alles. Na, wir hätten ein paar der schon mal angesprochen. Die Tierpfleger, die Wissenschaftler, die Tierpfleger für Dinos. Die Meeresbiologen, die Tierpfleger für Wassertiere, dann gibt es ja Zooführer. Halt, Zooführer führen die Besucher zu den Gehegen und geben ihnen interessante Informationen. Dann hat er den Wartungsarbeiter, der halt repariert, Müll sammelt, fegt, was auch immer. Und dann gibt es noch hier das Dinosaurierbergungsteam DBT. Das DBT wird den laufenden Dinosaurier und den laufenden prähistorische Tiere betäuben, sodass die Wissenschaftler sie sicher fangen können. Haben wir noch nicht. Aber wie wäre es, wenn wir das mal ändern? Ja, prähistorisches Tier. Das Riesenfaultier ist immer ein ganz witzig. Aber ja, warum nicht? Komm, das Riesenfaultier ist jetzt keine Riesenattraktion, ne? Also klar, für den kleinen Zoo hier schon, aber wenn man bedenkt, was dann nachher noch alles hier so dazukommt. Dann ist das jetzt nicht die Riesen. Dings. Attraktion. So, schauen wir uns doch erstmal an. Was will das Riesenfaultier? Das Riesenfaultier mag den Affenbrotbaum. Ich glaube, den kann er auch nicht da trampeln. Das ist nämlich bei den großen Tieren hier ein Problem. Die trampeln Pflanzenblatt. Nervig. Den habe ich tatsächlich noch gar nicht, ne? Okay, nee, dann will ich das Riesenfaultier doch noch nicht machen. Wenn ich den Affenbrotbaum noch nicht habe, dann. Nee, den habe ich noch nicht. Okay, Planänderung. Oder wollen wir erst nochmal ein. Wollen wir erst nochmal ein normales Tier platzieren? Weil wir haben den Löwen. Jetzt würde ich ihn vielleicht. Also ich mag die Diversität eigentlich, wenn nicht Savannengehege nehmen, Savannengehege. Also hier würde ich jetzt einen Pflanzenfresser reintun. Ein Pony. Nein, also das ist hier direkt angelegt, das soll irgendwie. Pony kann so abseits sein, so ein bisschen so. Ach, hier unten steht sie auch immer. Pflanzenfresser. Ein Elch, nein. Soll auch schon irgendwie was Anziehendes haben. Javanashorn? Ja, Javanashorn. Javanashorn. Und ist natürlich hier auch. Gibt Unterschiede zwischen Männchen und Weibchen, wo jetzt gerade mal hier so bin. Orang-Utan und Bongo kann man sich hier gut angucken. Gut, haben wir im letzten Papa den Löwen schon gesehen, aber ist ja auch nicht unbedingt jetzt. Ist alles als selbstverständlich erachten. Komodowaran. Ah, oh, ich kann mich einfach nicht entscheiden. Und in diesem Gehege soll ja auch irgendwas Besonderes sein. Weil es ist halt direkt so zentral. Da würde ich wirklich ein Dino reinpacken, aber. Dann lass uns doch erstmal hier ein kleines Gehege irgendwie hinpacken. Kleines Gehege, ein kleines Tierchen.
halt hier so hin. Da gut hinpasst. Die will ich jetzt nicht. Komodo ran, ey. Tapir, ja, der könnte da gut hinpassen. Nehmen wir doch einfach ein Tapir. So. Oh, wir haben ja noch nicht die schönste Rolle. Das ist halt erst der Nachteil am Anfang. Wir haben keine schönen Sachen. Aber man kann noch updaten, ne? Genau, man kann ja hinterher upgraden. Dann könnte man zur Not, wenn wir es schöner haben wollen, ja, hinterher die Zäune upgraden und dann haben wir es genauso schön. Nein, nicht noch näher ran. Guck mal, was ein Pixelgewusel. Heutzutage wird sowas wieder gemacht, weil es irgendwie wie auch wieder modern ist. Ja, da kommt auch noch was hin, glaube ich. Ich sag mal kurz, wie groß soll denn das Gehege in der Mitte werden? Dann könnte ich hier noch so. Machen wir einfach so. Tapir. Oh, ich habe jetzt hoffentlich richtig geschrieben. Wir verlegen. Und nun. Ein Männchen, ein Weibchen. Nicht genügend Erdgelände, nicht genügend Regenwaldboden, nicht genügend Süßwasser, nicht genug Unterstelle, nicht genug Felsen. Mehr Pflanzen, zu viel Graslandschaft. Machen wir erstmal Regenwaldboden, Süßwasser und Erdgelände. Regenwaldboden. Ja, da kommt ja noch was anderes hin. Natürlich haben wir jetzt die ganze Zeit Meldungen von wegen, oh, neue falsche Sachen. Zur Erde wollten sie haben. Zu viel Erdgelände, doch. Nicht genügend Grasgelände? Ach, jetzt auf einmal. Nicht genug Regenwaldboden, willst du mich verarschen? So, jetzt bräuchte er mehr Felsen, mehr Pflanzen und Unterstände. Ah, wir haben auch schon neue Unterstände, super. Nehmen wir direkt mal hier einen großen Unterstand. Jetzt brauchen wir noch Felsen. Wie gesagt, die hier mögen eigentlich alle Tiere. Moosbewachster Felsen. Ja, auch im mittleren. Wasser. Jetzt braucht er noch Pflanzen. Was hat der Tapir denn gerne für Pflanzen? Den Riesenfikus. Kann ich ihn sogar anbieten. Aber wir wollen auch mal andere Pflanzen. Riesenfikus gut und schön, aber. Guck mal, hier ein paar Mangroven ans Wasser. Herzlichen Glückwunsch, wir haben die silberne Plakette hervorragende Gehegekonstruktion für ein artgerechtes Gehege mit mindestens einem Tier gewonnen. Ja, super. Aber da Mangroven.
Vielleicht hier noch so einer. Den mögen sie auch. Super. Nein, den mögen sie nicht. Ich will noch ein paar Farben haben. Mögen sie auch nicht. Den hier? Nein. Machen wir. Achso. Sind genug Pflanzen. Das ist ja schön. Das ist gut geeignet. So, wo ist denn unser Tierpfleger? Genau, und du kannst nämlich jetzt erstmal die zwei Gehege zugeteilt, dass du dich auf jeden Fall schon mal um die zwei kümmerst. Das ist mir teilweise auch sinnvoll, wenn die... Natürlich, wenn man die platziert und dann so, wissen die, rennen die über... Entschuldigung, rennen die überall rum und... Ja... So. Damit haben wir schon mal zwei Tiere in unserem Zoo. So, wieder Mülltonnen verteilen. Vergisst man häufig und dann sieht es nachher aus wie Sau. So wie man gerne auch mal vergisst, Bänke zu platzieren. Und dann beschweren sich die Besucher darüber, dass sie müde sind. In der Besucherübersicht kann man es sogar ansehen. So, hier. Durstige Besucher, die eine Toilette suchen, unzufrieden, hungrig, müde. Also unzufrieden ist, glaube ich, abhängig von den Gehegen. Also, wenn es ein Tier schlecht geht, finden die das auch nicht gut. Und hier haben wir schon unseren ersten kleinen Löwen. So, bitte sag mal, du bist ein Männchen. Ja. Und da ist noch ein zweiter. Weibchen. Ist sie nicht putzig? Ja, putzig. Verkaufen wir euch eine Rückerstattung. 560. 560 auch für den Großen. Ja, da macht keinen Unterschied. Dann wollte ich jetzt nochmal wissen. So, wie gesagt, nicht vergessen, das Spiel ist von 2001. Und es ist halt eine Zoo-Simulation. Es ist halt pixelig, aber guck mal, die Tiere sind doch trotzdem schön animiert. Hier am Fressen. So rumtapern, da schnüffeln. Ist doch alles schön gemacht. Halt für ein Spiel, das 20 Jahre alt ist. Also noch ja nicht. Offiziell. Datum. 17. Oktober, ja gut. Es hat noch ein halbes Jahr Zeit. 10 Monate. So, ja, ihr könnt da gerne hin, aber da gibt es noch nicht viel zu sehen. Mülleimer. Die Welt braucht Mülleimer. Und natürlich noch ganz viel anderes Deko-Krams. Ah, jetzt haben wir die Picknicktische, super. Narwal. Der Narwal. Kennt ihr den Narwal? Ist halt nicht der mit dem Horn vorne drauf? Wollte doch sagen. Omodon Monoceros. Bedeutet wörtlich übersetzt Horn aus einzelnen Zahn. Das ist eine geeignete Umschreibung des Narwals mit seinem charakteristischen Stoßzahn. Ja. Und was haben wir denn? Sägefische haben wir. Nava, die Seele von den Grönland war. Schweinswal, eine grüne Moräne. Den roten Dunfisch, Schwertfisch, Schwertwal oder auch Orca-Wal genannt. Ja, eine Feuerqualle. Walhai, Bach. Großer
Barracuda. Habe ich noch nie benutzt halt. Der Hammerhai, der Tigerhai. Das Monster von Loch Ness. Mysteriös, mysteriös. Salzwasserkrokodil. Wollnashorn. Riesenschildkröte. Kaiserpinguine. Der Yeti. Das Wort Yeti soll aus der Sherpa, bla bla bla. Rentiere. Hätte man gut gebrauchen können jetzt zur Weihnachtszeit. So, und das ist halt hier die besondere. Ich glaube, den anderen Eisbären haben wir, den normalen Eisbären haben wir noch gar nicht. Hier geht es um einen ganz bestimmten Eisbären, nämlich, da steht sein Name, Magnet. Magnet, der Gewinner der Kampagne Raub die Show, ist ein 13 Jahre alter männlicher Eisbär aus dem Zoo von Baltimore, Mann. Magnet ist seit seiner Ankunft in Baltimore 1990 der Liebling vom Besucher. Ja. Säbelzahntiger. Amerikanisches Dickhornschaf, Berglöwe, Lama, asiatischer Schwarzbär, Allosaurus und. Ganz viele Tiere. Und es kommen ja noch immer weitere dazu. Das ist ja das Schöne. Ey, das war doch jetzt Timing vom Allerfeinsten. Kam gerade das Nilpferd. Nashorn. Der Bison kam gerade rein. Den Guanodon hatten wir gerade nicht. Ah, Stegosaurus. Der wird sich doch gut da vorne machen. Als Aushängeschild für den Dino-Park. So, als was heißt Aushängeschild, aber als Eingang. Ah, der normale Eisbär. Dromedare, Spießböcke. Riesenkraken. Kraken. Es kommt aber noch was Größeres mit den Tentakeln. Grüne Meeresschicke. Ja, ja. So. Läuft denn unser Zoo gut? Ihr schon Kinder gezeugt. Ich will euch nicht unter Druck setzen, aber es kommt gut fürs Budget. Bisschen Eintritt erhöhen. Oh, guck mal, wir machen positive Zahlen. Ja gut, klar, hier, wenn ich halt brauche. Ist klar, dass die Zahlen im Keller gehen ein bisschen. So. Der Imbissautomat macht immer noch Misere. Behalten wir im Auge. Apropos, die können wir doch eigentlich. Hier können wir die zwei jetzt entweder verfrachten oder abbauen. Ich entscheide mich mal für abbauen. So, dahin kommt stattdessen ein Getränkestand. Na gut, die Nacho links ist daneben, aber hier kommt ein Stand, könnt ihr noch hin. Ja, das ist es doch. Wo ein Pteranodon-Haus. Da fliegen sie rum, die Flugsaurier. Das ist ein Souvenir da. Alles Dinge, zu denen wir noch kommen, genauso wie zu diesen Sachen. Ganz viele schöne Sachen. Auch ganz viel Deko-Zeugs halt. Das sind alles so Dinge. Klar, ist das hier nur pixelmäßig. Natürlich ist das schwieriger in einem 3D-Spiel für Planet Zoo, aber die Technik, die ist ja heutzutage auch eine ganz andere, mit der man das möglich machen kann. Von daher frage ich mich, warum gibt's sowas dann noch nicht wirklich?
Naja. Aber ja, gut. Soll es dann aber für diese Folge auch schon wieder gewesen sein. Ich weiß, wir kommen etwas langsam voran. Oh. Warte mal, dieser Sound bedeutet eigentlich Nachwuchs. Oder vertue ich mich da gerade? Naja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, genau, Butjo. Schaltet doch im nächsten Part wieder ein. Ich meine, es heißt ja, zurück hier in Planet Zoo, in unserem kleinen, beschaulichen Zoo. ja, wie gesagt, wir kommen etwas langsamer voran, aber macht doch auch nichts. Also, jetzt gerade am Anfang, wir müssen halt ein bisschen aufs Geld achten und ja. Aber wir kommen voran. Das Wichtigste. Also schaut auch dann wieder an. Nicht vergessen, ein Like dazu lassen. Kommentiert halt, wie gesagt, gerne über noch Zoonamen oder Tiernamen. Vielleicht bin ich ja auch Gehege, weil Tiere sterben. Ja, vielleicht bin ich ja auch Gehege, so um Löwe und dann ein Zuschauername. Da könnt ihr den Zuschauernamen sagen und also dann könnt ihr in die Kommentare schreiben, welches Gehege euren Namen tragen soll. Wäre doch ganz nett. Also nicht verpassen und lasst ein Like da, Daumen nach oben, teilt das Video und schaut auch im nächsten Mal wieder ein. Und ich würde sagen, bis dann und ciao.